mal sagen, was mich an dieser Position von Thomas Saraceno so wahnsinnig interessiert. Also selbst ich bin mir gar nicht mehr sicher, soll man es der bildenden Kunst zuzählen, soll man es der Architektur zuzählen, ist es vielleicht auch schon ein Teil angewandter Kunst. Ich glaube, dass sich diese drei Kategorien bei Thomas Saraceno auf wunderbare Weise vereinen. Und letztlich sind es natürlich auch Skulpturen. Und Thomas Saraceno als einer der ganz wenigen Künstler traut sich vor allen Dingen wieder über Utopien nachzudenken in der historischen Folge von Figuren wie Wenzel Hablik, um mal eine Figur zu Anfang des 20. Jahrhunderts zu nennen und dann als sicherlich viel populäreres, beispielhaftes Vorbild Buckminster Fuller. Und während die ja alle noch in kleinen Modellen verblieben, traut sich Saraceno jetzt diese großen Utopien, visionäre Welten in eine Ausstellung, teilweise sogar begehbar, benutzbar, also wirklich auch anzuwenden. Es ist ja so, so verstehe ich Thomas Saraceno, dass er hier Gedankenbilder vorlegt. Er selbst hat allerdings wirklich den festen Willen, diese Dinge irgendwann einmal auch in vollster Realität, sprich als Teil unserer Welt realisiert zu sehen. Also die Utopie, die bei ihm herrscht, ist eine, die es unbedingt gilt, auch noch zu verwirklichen. Also ich vermute mal, das, was wir jetzt hier sehen, was auch schon sehr imposant ist, auch von der Größe her, er wird sich in Kürze dran machen und wahrscheinlich den ganzen Planeten mit seinen skulpturalen und bewohnbaren Objekten bestücken. Ich war letzte Woche das erste Mal drin und es gibt sozusagen eine zweite Ebene innerhalb dieser großen Kugeln und man bekommt schon eine Vorstellung des Schwebens, also auch dieses Gefühl des Schwindelns. Also mir ist es zumindest so gegangen. Und das ist ja auch im Sinne von Saraceno schon der Weg zur tatsächlichen Realität, dass man sie benutzen kann, dass wir schon uns eine Vorstellung einer solchen Lebenswelt machen können, wenn auch immer noch in einer imaginierten, abstrakten Form.